Das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Das ist ein kleines Dankeschön an meine Abonnenten. 300 an der Zahl sind es inzwischen, die allem Meiden modernen Marketings meinerseits zum Trotz meinem Kanal jetzt folgen, wofür ich artig mich bedanke. Und damit Sie, werter Hörer, auch etwas davon haben, habe ich für jeden Bereich, in dem ich mich sprachlich tummle, heute einen Beitrag eingesprochen. Eine Creepypasta, sogar eine selbstverfasste, nämlich das Wehr, die ich bislang noch nicht vertont hatte. Ein Gedicht, eigentlich ein Lied, aber ich trage es als eines meiner Lieblingsgedichte vor, nämlich das monotone Lied von Hans-Dieter Hüsch. Und zuletzt eine Geschichte, die ich in meinem alten Lesebuch aus der 5. Klasse entdeckt habe, die somit thematisch zu den Diktaten aus dem deutschen Schrifttum passt. Und zu guter Letzt möchte ich, wie es einige Vertoner bei ihrem 300. Abonnenten gemacht haben, die Möglichkeit anbieten, mir in den Kommentaren Fragen zu stellen, sodass ich irgendwann, wenn genug zusammengekommen sind, ein kleines, wie man auf Neudeutsch sagt, Q&A veranstalten kann. Dabei bitte ich zweierlei zu beachten. Erstens, man hört so oft, es gäbe keine dummen Fragen, es gäbe nur dumme Antworten. Das ist falsch. Es gibt dumme Fragen und nicht nur das, es gibt auch saudämliche Fragen. Und im Falle einer saudämlichen Frage könnte es passieren, dass die Antwort entsprechend ausfällt. Zweitens, ihr dürft mich alles fragen, aber ihr dürft nicht auf jede Frage eine Antwort erwarten. Und damit, liebe Abonnenten, frisch ans Werk.